Juhu, hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Tenant. Folge 3. Folge 3. So, wir brauchen immer noch einen Job. Nachrichten. Vielen Dank, dass du das Problem, bei diesem Problem geholfen hast. Einen Job brauchen wir noch. Machen wir. Was machen wir denn? Ein Zimmerwohnung. Machen wir so ein Schlafzimmer hier. Flups. Düsen da mal hin. Und nehmen diesen Job an. Und starten die Renovierung. Ich möchte zuerst die Wände. Die ist cool. Und dann brauchen wir den Boden. Guck mal, gelb und gelb. Chicky. Oh Gott, wie gelb. Ein Einzelbett. Ein bisschen drehen. Finde ich immer noch nicht gut. Also C und Z oder so waren das, glaube ich, zum Drehen. Ein TV. Flups. Eine Videospielkonsole. Ein Spiel. Nehmen wir Darts. Zählt das nicht als Spiel? Achso, weil keiner rankommt. Ja, warte. Eine Wandlampe brauchen wir noch. Eine Anime-Figur. Oh, die ist ja klein. Eine Wandlampe. Noch ein Spiel. Wartet. So, also wir brauchen auf jeden Fall irgendwie so einen Tisch, wo wir den draufstellen können. So ein Couchtisch, so. Bewegen. Flups. Bewegen. Kommt man da noch ran? Kommt man nicht. So. So, alles gut? Noch ein Spiel. Ja, was will er denn von mir? Was für ein Spiel soll ich denn noch kaufen? Nein. Verkaufen. Was meinst du damit spielen? Eine Mikrowelle und eine Uhr will er haben. Ein DVD-Spieler? Noch ein Spiel? Hä? Achso, okay. Jetzt zählt's. Mikrowelle hätte er gerne noch. Dann stellen wir uns so eine kleine Tresen rein und packen da eine Mikrowelle rauf. Und dann hätte er gerne auch noch eine Uhr. Dekorationen. So ein bisschen ein Gaming-Zimmer. So ein Rubik's Cube. 10% dekoriert. Eine Uhr. Wir brauchen noch eine Uhr. Eine Uhr. Da ist eine Uhr. Da. Ein Kalender. Dekoration bei 12. Wow! Immer noch bei 12 verkaufen. Machen wir nochmal einen Teppich rein und eine Zimmerpflanze. Auch ein kleines Bildchen. So eine Wandpflanze. 31%. Bücher. Putup-Badup, noch ein Spiegel. 33% Dekoration. Besonderes. Haben wir ja schon viel Besonderes. Wir haben auch nicht mehr so viel Geld, oder? So. Machen wir mal so. Du kommst hier rein und du kommst hier rauf. Willst du nicht? Dann kommst du hier rauf. Ne. Dann kommst du da rein. Und dann kommt. Hallo, Bücher. Dann kommt die daneben. Ging da nicht noch was? Na. Das. Ja.
54%. Ich weiß ja nicht, ob wir das jemals voll kriegen, ne? Ich glaub ja nicht, wenn ich ehrlich sein soll. 54% haben wir jetzt dekoriert. Komm, wir können hier noch einen Wäschekorb mit reinmachen. Oder hier einen Sessel. Und Nachttisch. Nachttisch verkaufen, bewegen. Dann kommt da eine Nachttischlampe rauf. So. Bewegen. So. 60%, das reicht uns. Schließen wir mal ab. Warum ist die Uhr nicht... Da ist eine Uhr. So eine andere Uhr. Ja, Allüren hast du. So. Zählt es jetzt als... Was das zählt? Ja, dann danke, bin ich. Job abschließen. Aber zum Glück haben wir es noch gesehen. Können wir wieder vorspulen. Mal gucken, wir brauchen ja eh nur einen Punkt. Ach, guck mal, den Teppich, den kann man so drehen. Das ist ja witzig. Ich würde jetzt sagen, das merken wir uns, aber ich kann mir sowas eh nicht merken. Und bist du zufrieden? App öffnen. Perfekt. Ja, den hatte ich doch schon. Mal gucken. Gut, jetzt haben wir das fertig. Jetzt müssen wir 3 Babysitter-Jobs erledigen. Jobs. Ich brauche jemanden, der sich um meine Mieter kümmert. Machen wir. Können wir das auch mehrere parallel machen? Ach, wir haben nur einen Babysitter-Job. Naja, kann nicht. Schade. So. Play. Hallo. Big Jill. Super. Huch. Gut. Also, die Wohnung ist weg. Aber wir können es hier mal umgucken. Freischalten. Eine große Wohnung in einem schönen Mietshaus. Mhm. Aber wenn wir irgendwie sowas kaufen sollten, wollte gerade sagen, dann wird uns das bestimmt irgendwie gesagt. Wir kriegen bestimmt gleich eine WhatsApp von ihr. Ja. Ich schicke meinen Onkel. Ach, guck mal, bei der Cindy sind wir wieder. Gehen wir mal hier hin. Machen wir mal die Rattenfallen, stellen wir mal auf. Hallo Mäusleins, komm! Jetzt für jede Ratte eine einzelne Falle aufstellen? Komm, ihr fein! Oh Gott, das dauert ja ewig. Ich möchte gerne den Elite-Vertrag da. Das klang gut. Super. Bitte sehr. Jobs annehmen. Die sahen jetzt nicht so kompliziert aus, die Leute, ne? Nachrichten. Dankeschön. Bitte sehr. Super. Perfekt. Dann gehen wir da mal hin. Oh, es ist groß. Fang mal den Job an, ne? Wir müssen erst die Wohnung sauber kriegen. Ah. Gut, sie hat alles jetzt bezahlt und sie hat noch kein Problem. Reinigung starten, komm. No risk, no risk. Reinigen, oh Gott. Reparierchance. Casino. Und wir haben ja auch 8 Tage Zeit, das zu machen. Und die Zeit läuft ja auch langsamer, wenn wir renovieren, ne? Düdüm. Hallo, ich habe ein Problem. Ich das Rohr. Achso, ja, warte. Kriegst du gleich? Also nicht den Profi, obwohl 280. Komm hier. Ich schicke den Profi reinigen.
Unser Onkel ist noch eine Sekunde beschäftigt. Reinigen. Und wir kriegen ja für ihren Job auch Geld. Passt schon. Wenigstens danke, könntest du sagen, Kind. Übersicht der Finanzen. Alles bezahlen. Und die bezahlt uns auch? Ja. Perfekt, okay. Reinigen. Reinigen. Fancy Bäume. Erneuern. Das ist Pac-Man. Nein. Lass uns die Überwachungskameras. Ja, los, ich drück doch drauf. Nein, wir haben es kaputt gemacht. Entfernen. Das sind Lichter? Okay, ich dachte, das sind Elektroprobleme. Ich glaube, er ist durch, ne? Sieht doch gut aus. Bleibende Zeit, 3 Tage. Wir kriegen 4600. Also 4320. Ja, chillig. Ja. Ja, ja, ja. Guck mal, voll Hightech hier alles. Jetzt können wir die Renovierung starten. Uhuhu, okay. Oh. Aha. Wir sollen einen Produktionsraum bauen. Ist das der hier? Nee. Und eine Brauerei. Gibt sie vielleicht noch eine unten? Brauerei? Mach mal Spiel. Stopp, 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 stopp. Also, stopp, stopp, stopp. Stopp. Geht nicht? Okay, ich glaube, das ist die Brauerei. Kann das sein? Ja, ne? Bierfass. 1. Bewegen. 2. Tisch. Huch. Tisch. Stuhl. Fass. Noch ein Fass. Und noch ein Fass. Böden. Wände. Haben wir alles, ne? Stuhl, 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 streichen. Okay, dann ist das hier wahrscheinlich der Raum mit den illegalen Substanzen. Dann würde ich zuerst einen Tisch bauen. Da wir so viele Tische bauen, können wir nichts Kleines irgendwie? Okay. 1, 2. Illegale Substanzen. Noch ein Tisch, noch ein... Ne, 2 Tische, ein Stuhl, ein Stuhl. 1 und 2. Ein Laborkleiderständer. Eine Gasflasche. Ein Tresor. Vollkommen normale, ne? Noch mehr illegale Substanzen. Oha. Noch eine Gasflasche. Böden fertigstellen. Alles sind Fliese. Und die Wände müssen was Braunes. Dann haben wir Produktionsraum, Brauereien. Was Zusätzliches brauchen sie nicht. Dekoration 100 in der Brauerei und Dekoration 60 im Produktionsraum. Wir nehmen das, komm, wir beenden das so. Ich glaube, man muss einen Produktionsraum auch nicht, illegale Substanzen, ey. Ich werde noch wahnsinnig. Also auf jeden Fall glaube ich, dass man einen Produktionsraum nicht schön machen muss. Hauptsache, wir kriegen unser Geld. Hätte ich das gewusst, ne? Bist du da? Ich schicke dir auch einen Profi für 350. Noch gerade warte ich auf die Bewertung. Perfekt. Ja, 4 Punkte. Der Mietvertrag läuft langsam auf. Ich schlage vor, für die nächsten Monate neu zu verhandeln. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Immerhin bist du hier der Boss. Denke, je zufriedener der Mieter mit seinem Vermieter ist, desto länger bleibt er. Okay. Also. Hä, die haben wir auch schon die ganze Zeit. Huch.
Mitspieler. Ich weiß nicht, wie Big Chill das macht, aber ich habe nur Gutes von meinem Mieter gehört. Besser als erwartet. Ah, perfekt. Jetzt sollen wir verhandeln. Mit ihr verhandle eine Vertragsverlängerung. 60 Tage. Mietpreis wählen. Machen wir mal 1800. Ich denke, wir können einen besseren Kompromiss machen. Ich gehe ein ganz bisschen runter. So. So. Weiter gehe ich nicht runter. Ach komm. Wir müssen nochmal babysitten. Ich bin zu nett für sowas. Hallo, es gibt ein Problem. Ich schicke meinen Onkel. Onkelchen macht das schon mit 83%. Schade, dass wir ihn da nicht irgendwie upgraden können. Hurra, funktioniert wieder. Bitte sehr. Jobs. Babysitter. Annehmen. Es gibt nur einen Babysitter-Job gleichzeitig. Hallo. Ja, hast du wenigstens eine Wohnung? Wie perfekt. Genau, wir passen auf dich auf. Warum haben wir denn jetzt gerade. Achso, hier wohnen zwei in der Wohnung. Und was wir so kaufen dürfen und so, das ist noch nicht, ne? Müssen wir erst erfüllen. Im Stadtplan. Oder wenn wir hier aus den Slums raus wollen. Mietobjekte, Cashflow. Vorstadtlizenz. Okay. Müssen wir uns erst noch hocharbeiten. Ich weiß nicht, sollen wir das kaufen, sowas hier? Fußboden. Also nicht, dass wir das Geld dafür hätten. Aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die man kaufen kann. Kann man auch ins Drogengeschäft eingehen oder so? Ich weiß es nicht. Nachrichten. Guten Tag. Moin. Tschupp. Bisher waren sie noch gar nicht so schlimm. Machen wir ein bisschen schneller die Zeit. Gerade das Geld für diesen Zeitraum gewesen. Das finde ich toll. Unsere Finanzen. Gut. Feier? Hallo, ich habe ein Problem mit einem undichten Rohr. Warum kann ich denn nicht meinen Onkel schicken? Warum muss ich denn da einen Profi schicken? Mein Onkel kann das alles. Da kommt ein Profi ins Haus. Die hätte ich gerne alles. Meins, 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 meins. Meins, meins, meins. Gib mir alles. Können wir vielleicht noch einen Babysitter-Job annehmen? Jobs. Da möchte jemand die perfekten Mieter haben. Hallo. Ja, schick einen Profi. Noch mehr Jobs. Nee. Traumausstatter, ein Zimmerwohnung. Profi-Gamer braucht Schlafzimmerrenovierung. Traumausstatter, Makler. Erfolgreich, juhu! Okay. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play The Tenants. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.